Willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir sind kurz vom Gipfel des Sterngipfels, wenn er so heißt. Ja doch, glaube schon. Wir hatten im letzten Part hier noch einen Bossfight, der eigentlich relativ spannend war. Und jetzt werden wir erfahren, warum die Sternsplitter überhaupt so ein komisches Verhalten zeigt halt. Dann sind wir jetzt endlich hier. Zumindest denke ich mal, dass wir das jetzt erfahren, oder? Hoffe ich doch. Das ist der Ort. Meine Sensoren empfangen gigantomatische Mengen an Kobaltsternsignalen. Oh! Oh! Der Sternsplitter ist komplett. Ich bin der Sternengeist, der im Inneren des Kobaltsterns lebt. Ich nutze die heilige Macht dieses Ortes, um mit euch zu sprechen. Ihr habt es sicher schon erkannt. In mir wohnt die Kraft, die Shroobs zu besiegen. Doch weiß auch Prinzessin Shroob darüber Bescheid. Sie zerbrach mich, während sie gegen Prinzessin Peach kämpfte. Mario, Luigi, ihr Babys, ihr seid die letzte Hoffnung für die Rettung dieses Königreiches. Aber bitte, ihr müsst euch beeilen. Meine Fragmente müssen wieder zusammengeführt werden. Findet ihr noch 2 der 3 Splitter, die noch fehlen, so könnt ihr die Barriere des Shroobs überwinden, die den Pilzpalast umgibt. Ah. Und dann, wenn ihr den letzten Splitter gefunden habt, werdet ihr die Helden dieses Landes sein. Nun eilt euch, sammelt meine verbleibenden Splitter. Das sind jetzt doch noch nicht alle? Ich glaube, einer der Splitter ruht noch im Sternenschrein. Für den Moment ist dies alles, was ich für euch tun kann. Wir werden uns wiedersehen, dessen bin ich mir sicher. Okay. Zwar nur kurzzeitig. Wie wir richtig vermutet haben, war es die böse Prinzessin Shroob, die den Kobaltstern zerschmettert hat. Wir müssen uns beeilen und die verbleibenden Splitter finden. Wir müssen! Übrigens, warum weint Baby Luigi? Scheint Angst vor dem Sterngeist zu haben. Vielleicht konnte er etwas fühlen, was wir nicht fühlen konnten. Ist so etwas möglich? Okay, es hat sich hier ein neuer Weg geebnet. Zu einer Röhre auf der Karte dort rechts. Die habe ich schon öfters jetzt oder schon länger haben wir die ja gesehen. Habe ich bis jetzt noch nicht angesprochen. Aber jetzt kommen wir da auch hin und dann geht es jetzt weiter. Okay. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt mit was anderem gerechnet. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil irgendwie trügen mich meine Erinnerungen so ein bisschen. Aber egal. Let's go. Hier rüber, der Weg war halt sowas von unnötig gerade. Und ja, Leute, ich habe jetzt aus Versehen die Speed-Taste gedrückt. Okay, das ist ja ein sehr großer Bereich, den wir hier nochmal zu absolvieren haben. Die Musik, die klingt schon so episch. Alter, ich freue mich auf diesen Bereich hier. Dies muss das Tor zum Sternschrein sein, von dem uns der Kobaltstern erzählt hat. Oh. Pilger und Wanderer, was sucht ihr an diesem heiligen Ort? Hinter diesem Tor liegt das heilige Reich der Sterne, der Hüter des Lichts. Ihnen, die nicht für würdig befunden werden oder die ohne Grund hier sind, wird der Zutritt verwehrt. Halt! Es sind keine Erklärungen nötig. Alles, was ich benötige, ist eine Einschätzung eures Wertes. Dies soll euer Schlüssel sein. Tritt vor, roter Mann des Bartes. Tritt vor mich. Sprich kein Wort. Öffne dein Herz. Ja, verstehe. Oh, was? Unmöglich. Nein, erstaunlich. Nun. Roter Mann des Bartes. Du bist wahrhaftig und voll des Mutes. Dein Herz ist voller Tugend und Sorge um deinen Bruder. Doch empfehle ich, eine Diät in Betracht zu ziehen. Denn du bist auch erfüllt von Sauce Alfredo. Besonders die Carbonara zu reduzieren, wird eine große Herausforderung sein, denn ich weiß, wie unsagbar schmackhaft sie ist.
geil. Siegelst du deinen Appetit, verfolgst ein leichtes Cardio-Training und achtest auch weiterhin auf deinen Bruder. So wirst du ohne Zweifel zu einer Person werden, die sich in immenser Popularität erfreuen wird und nicht nur einen immensen Bauch heranzüchtet. Ich befinde dich würdig, dieses Tor zu durchschreiten. Auch empfehle ich dir Putanesca. Das Zeug schmeckt großartig. Okay, das ist ein Feinschmecker sozusagen. Nur ein grüner Mann des Bartes. Ja. Ah, oh nein. Wie? Hä? Was? Oho, schockierend. Wie war das wohl? Ey, es ist schwer, das alles durchzulesen. Oder vorzulesen. In der kurzen Zeit. Grüner Mann des Bartes. Du. Viel Glück da draußen. Wie war das? Du willst noch mehr hören? Könnte natürlich etwas direkter werden, aber hier will es jeder hören. Ist du sicher, dass du das möchtest? Die Geheimnisse deines Herzens würden offengelegt werden. Der seltsame Vorfall. Und auch diese andere Sache. Hat Luigi was zu verheimlichen? Dann lass mich verbessern. Wie war? Was die Kleinen betrifft, so weiß ich, dass ihre Herzen voll der Unschuld sind. Daher dürfen sie ungenährt passieren. Das heißt, dass die meisten von euch für wert befunden wurden, hier einzutreten. Dennoch, der grüne Mann des Bartes ist fragwürdig, denn sein Herz ist erfüllt von höchst fragwürdigen Dingen. Er weiß, welche Prüfungen euch noch auf eurem Weg erwarten. Ihr werdet euch Probleme stellen müssen, wie nie zuvor. Doch der grüne Mann des Bartes weint und jammert wie ein Kind so ängstlich. Es ist peinlich. Kann jemanden, der sein Schicksal so sehr betrauert, nicht durch dieses Tor lassen. Es ist ein Jammer, aber du darfst nicht passieren. Bitte beruhigt euch wieder. Ich werde eure Position zusammenfassen, sobald ihr euch beruhigt habt. Es stehen euch zurzeit drei Optionen zur Verfügung. Die erste lautet, aufzugeben, nach Hause zu gehen und zum Abendessen eine gute Portion Pasta Putanesca zu verspeisen. Die zweite ist es, den grünen Mann des Bartes zurückzulassen und ohne ihn voranzuschreiten. Die dritte wäre auszuziehen und den Aurora-Block zu finden, wo immer er auch sein mag. Welchen dieser drei Pfade ihr beschreiten wollt, liegt nur an euch. Lasst euch von euren Herzen führen. Was euch vermutlich unbekannt ist, mag jener ominöse Aurora-Block sein. Dann seid ihr bereit für die Erleuchtung. Es ist ein selten... Ha, interessiert uns nicht, wir nehmen das Abendessen. Nee? Nee? Okay. Es ist ein seltsamer Block. Seine Präsenz wurde seit langem von den Bewohnern des Sternenreiches gefeiert. Er ist von größter Wichtigkeit. Denn wenn ihr den Aurora-Block findet und berührt, werde ich Mut und Teamgeist des grünen Mannes des Bartes anerkennen. Dann wird euch allen der Wert zuerkannt, den ihr benötigt, um dieses Reich zu betreten. Gehabt euch wohl. Ich wollte Abendessen gehen. Luigi anscheinend auch. So leicht lässt er sich überreden. Ey. So. Dieser Block wird wohl da ganz oben auf der Karte sein. Wo muss ich jetzt einfach mal? Wir gehen mal hier links lang. Es gibt mehrere Wege. So. Diese Hand, die kennen wir doch schon. Oh, Blumenmixe, zwei Stück. So, dann kämpfen wir mal gegen die Hand. Ich wollte eigentlich einen ersten Angriff ausführen. Etwas. An sich der Hintergrund und so, das sieht eher so nice hier aus. Das sind drei Hände jetzt. So, Luigi. Sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Ah, nochmal angegriffen. Ah, komm, das können wir easy. So, dann. Tschüss. Oh, toller Treffer, wunderbar. Dann greifen wir jetzt in den unteren an, weil auf den Bob-Bomb, auf den habe ich gar keinen Bock. Da geht der Paracooper noch. Der wird dreimal Feuer antäuschen. 1, 2, 3. Und... Nein! Nur zweimal. Shit. Oh, Bowser, das war auch... Hui. Schöner, toller Treffer. Fällt mir. Da greifen wir jetzt beide an. Okay, der untere ist besiegt. Sehr schön. Oh nein, ich Bob-Bomb. Egal. Auch der ist besiegt. Nee, doch nicht. Ah komm, jetzt hier machen wir einen normalen Sprung, weil das reicht aus. Ah, da habe ich mich jetzt sicher gefühlt. Zu Recht. So. Dann ist da nochmal eine Hand. Und da hinten ist noch so ein Fliegeteil. Luigi! Brauch dich hier mit. Hier ein paar Münzen. So.
Rote Panzer, 2 Stück. Hier gibt's generell ein bisschen mehr zu holen. Da oben geht's dann weiter. Ah, yes. Dann Shy Guy ist das hier. Ey! Oh, die haben eine höhere Initiative, richtig? Ja. Ah, toll. Na komm, das war jetzt nicht so schwer. So. Dann erstmal den oberen hier besiegen. Komm, jetzt Luigi. Gib dem Rest. Sehr schön, toller Treffer. Ja, wir kriegen jetzt ja auch immer häufiger tolle Treffer. Da sich ja mit Nien Level Up. Der Bart wird halt erhöht. Obwohl. Auch regulär? Ich glaube nur, wenn man Bartwert so an sich erhöht. Oh nein! Also manuell. Ah, die Attacke ist einfach. Aber im Gegensatz zu damals, zum Anfang noch, wir sind ja inzwischen auch schon ordentlich weit. So. Dann hier. Ach, schade, ich wollte erst Angriff auswählen. Ja, komm, dann setzen wir mal hier eine Eisblume ein. Oder Blumenmix. Wie viel Blumenmix haben wir? 50 Stück. Ah, komm, hier mal ein Blumenmix. Will die Attacke so ein bisschen ihm. Es ist für mich schwierig zu erkennen, wer dran ist. Aber das war gut, das war doch nicht schlecht. Boah, 218 Schaden. Da merkt ihr, wie stark der Blumenmix ist. Und wir kriegen einen wieder. Sehr schön. So, dann gibt es hier oben noch ein Item. Max-Pilze 2 Stück. Ja, Max-Pilze sind jetzt auch schon wichtig. Da wir immer weiterkommen und dann reichen Ultra-Pilze halt nicht mehr aus. Boah, es leckt hier so ein bisschen gerade. Aber hat aufgehört. Ein Glück. So, dann geht das jetzt hier oben lang. Doch nicht, ich dachte. Hier oben. Nix. Okay. Aber hier. Die Wege zu erkennen ist nicht gerade einfach. Oh, wir haben wieder solche Viecher, die wir schon mal gesehen haben. Beim Vulkan. Nur jetzt eine stärkere Version. Vorher war grün und so ein bisschen rosa-rot. Jetzt ist komplett hier rot-orange und blau. Die leuchten so komisch. Damals waren die einfach. Oh, das sind sie immer noch. Und nervig vor allem, weil sie andere holen konnten. Daher waren sie halt auch sehr, sehr nervig. So, ich greife jetzt den unteren an, weil Marios Angriff reicht aus, um die zu besiegen. Und Luigi kann dann hier den Rest tun. Und dort rechts habe ich auch schon einen anderen Gegner gesehen. Nochmal einen neuen. Erstmal möchte ich hier die 2 Eisblumen holen. Und zwar den hier. Ein Gegner. Oh, der ist ganz schön groß. Okay. Abwechselnd blau-rot. Okay. Da das Prinzip herauszufinden, das ist eigentlich schon relativ einfach. So. Schaden zu viel. Ich weiß nicht, wie an sich oder wie schwer er an sich ist. So, wieder dasselbe Prinzip. Auch wieder abwechselnd. Es ist relativ schwierig herauszufinden, wann der erste Angriff startet. Aber sobald der erste Angriff vorüber ist, passt das eigentlich. Und er hält ganz schön viel aus. Also, das ist einer der stärkeren Gegner. 4 Angriffe hat er gebraucht. Der stirbt. Und Level 24 für die Babys. Ja, genau. Der Bart wird nicht erhöht. Alter, ich kann ja fast alles erhöhen. Dann machen wir mal Angriff und leider plus 2. Das ist schade. Schade. Und hier bei Baby Luigi kann man nichts erhöhen. Ja, plus 6 Bart, das passt doch. Ja. So, ist ein sehr, sehr großer Raum hier. Bedeutet auch viel zu entdecken. Ach, diese nervigen Viecher. Oh, gleich 4 Stück davon.
hoffe mal, da sich... Oh, zwei tolle Treffer hintereinander, Alter, krass. Krass. Ich hoffe mal, da sich jetzt bei Baby Luigi auch der Angriffswert erhöht hat durch den Level-Up. Dass wir hier die Dinger hier mal jetzt mit einem Zug besiegen können. Leider nein, da braucht erstmal Luigi noch ein Level-Up. Ah, schade. So, ein Konter wäre nicht schlecht gewesen, wenn wir den jetzt noch besiegen können. Vielleicht toller Treffer? Ah, schade. Oh nein, der holt jetzt weitere. Das meinte ich halt, dass die sehr, sehr nervig sind. So, dann greifen wir den hier an. Mit Mario. Und dann den unteren, weil der einen Konter kassiert hat. Alter! Hey, ah, ich hab in der falschen Reihe. So, jetzt sind sie aber beide besiegt, weil der hintere hat ja schon Schaden genommen durch Luigi. Ja. So nervig. Urnapilz. So, da oben sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Items. Aber wir müssen gegen den hier noch zocken. Kämpfen, wie auch immer. Ja, sehr schön. Hat ordentlich Schaden gemacht. Ja, der macht das jetzt natürlich auch. Ah, nein. Oh, nee. Mario sieht gar nicht gut aus. Ah, die Attacke, die geht. Boah, das war aber trotzdem knapp. So. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Risiko. So, auf wen? Auf wen? Nicht Mario. Doch, auf Mario. Nein. Ja, ich hätte vielleicht doch heilen sollen. Egal, hier. One-Up-Pilz. Heilung ist da. Die Attacke ist ja nicht mehr. Guck wie schnell oder wie langsam die Kanone da fortleitet. Also das ist dann doch schon... Ja, kann man easy ausweichen. Ein Wunder, dass ich da trotzdem noch mit Beinen springe. Oh, toller Treffer. Schön, Mario. Rote Panzer, 3 Stück. Weiter geht's. Dann sind hier erstmal, glaube ich, alle Gegner besiegt. Kann das sein? Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. Dann können wir nämlich die Items holen gehen. Blumenmixer 2 Stück erstmal hier unten. Aber dann müssen wir mit den großen Brüdern arbeiten. Oder kann man hier drauf? Nee. Babys. Geht erstmal hier hin, da müssen jetzt die Großen an. Mit bisschen Arbeit kann man auch hier die Babys dorthin bringen. Aber ja, den Aufwand will ich mir jetzt nicht machen. Jetzt habe ich ja, ich habe erstmal den richtigen Weg gefunden, aber jetzt, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, weil ich erstmal die Items haben will. Und zwar alle. Bedeutet, hier muss ich dann hier nach unten gehen. Hier teilt sich das dann auf. Gehen wir erstmal hier hin, zur Mitte. Eine Ultra Tower, nehme ich gerne. So, boah, es ist knapp. Und hier. Bisschen Geld. Das war's ja dann, was wir hier bekommen konnten. Richtig, richtig. Ja gut, die Babys kann ich immer noch nicht mitnehmen. Oder wisst ihr was? An sich ist es ja möglich. Und zwar, wir müssen ganz einfach nur die hier so rüber richtig landen. Das ist schon schwer genug. Ich weiß nämlich nicht, ob dort drüben dann gleich so ein Teleportierungsblock ist. So, und dann hier rüber. Ganz easy. Und da habe ich jetzt so ein bisschen abgekürzt. Ja gut, hier zu landen, das wäre auch ein bisschen schwierig gewesen. So, perfekt. Dann sind wir jetzt hier angekommen. Ja doch, hier ist ein Teleportierungsblock. Hier kommt man nicht hin. Dann geht es hier nach oben. Allerdings gibt es dort rechts noch was.
Da will ich nämlich das auch erstmal erkunden. Das machen wir dann im nächsten Part und dann geht es auch vielleicht schon im nächsten Part. Oder ich denke auf jeden Fall auch hier oben hin. Weil da wird wohl dieser Aura-Block, wie auch immer der hieß, Aurora, glaube, dann sein. Und dann werden wir hoffentlich die Prüfung bestehen können. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und bye bye.